Über den Brexit wollen wir sprechen. Ich bin deshalb sehr gespannt auf ihn. Wenn wir über Terrorismus sprechen, dann sprechen wir über Ängste. Und wenn wir über Ängste sprechen, da sind wir ganz schnell bei einem politischen Erdbeben, von dem wir ahnen, dass die Nachbeben erst noch kommen werden. Populisten in ganz Europa spielen im Moment sehr gezielt mit dieser Angst und haben es jetzt sogar geschafft, die Briten zu einer, ich sag mal, historischen Panikattacke zu treiben. Ausstieg aus der EU. Das wiederum macht vielen Angst. Ihm nicht. Er sagt, dieser Brexit ist in Wahrheit ein Glücksfall für Europa, sagt einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, Professor Max Otte. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Interessant. Dann einer bei uns, der das Ganze nicht ganz so gelassen sieht, ein echter Empire-Kenner, kann man sagen, war sehr lange Korrespondent in Afrika, Nairobi unter anderem, in London sehr lange gearbeitet und gilt außerdem als intimer Kenner des Hochadels. Er sei der Königsfritze aus dem Ersten, hat er hier mal gesagt. Der Spiegel nannte ihn mal den, Achtung, Durchlauchterhitzer. Der einzige Mensch weltweit, der sogar dann noch wunderbar britisch klingt, wenn er Deutsch spricht. Er prophezeit, die Queen wird demnächst zu ihrem Premier gehen und sie wird sagen, I want my kingdom back. Herzlich willkommen, Rolf Seelmann-Eggebert. Das ist ein interessanter Satz. Das ist tatsächlich in Gefahr, dieses englische Königreich. Ja, und wir wollen ein bisschen heute über Fußball sprechen, unter anderem mit ihm, den einer mal den Heiner Geißler unter den Schiedsrichtern genannt hat. Das hat mit seiner einmaligen Fähigkeit zu tun, selbst Lothar Matthäus zum Schweigen zu bringen. Trotzdem ist die Frage, wie erlebt der Schiedsrichter ein wichtiges Fußballspiel, bei dem es selbstverständlich immer um Kopf und Kragen geht? Um das zu demonstrieren, hat er sich auf ein faszinierendes Experiment eingelassen und für eine Reportage jeden Satz, jede Geste, jede Entscheidung aufnehmen lassen. Und nicht nur seine, sondern auch die seiner Assistenten. Das Ergebnis werden Sie gleich sehen. Das geht unter die Haut. Herzlich willkommen, Knut Kircher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Tolle Geschichte. Ja, und dann einer bei uns, der über Knut Kircher mal gesagt hat, der hat immer schön gleichmäßig seine Karten gezogen. Er hat's anders gemacht. Bei ihm reichte im Zweifel ein einziger Blick, um seine Gegenspieler völlig aus der Fassung zu bringen. 243 Bundesligaspiele hat er gemacht. Ein echtes Original, das bei seinem Wechsel nach Stuttgart auf die Frage, ob er den Spätzle möge, die schöne Antwort gegeben haben soll. Weiß ich nicht, aber im Allgemeinen mag ich Geflügel. Herzlich willkommen, Thorsten Legert, freue mich sehr. Ist so. Ich finde es wunderbar. Herr Kircher ist bei uns, habe das eben schon gesagt. Sie haben uns etwas mitgebracht, Bilder, die ich so noch nie gesehen habe. Würde Sie trotzdem, bevor wir da gleich reinschauen, einmal zunächst mal sagen, wer Sie sind. Thorsten Legert hilft mir, eine Schiedsrichter. Legende, kann man absolut so sagen. Eine Koryphäe auf jeden Fall. Absolut. Ich habe keinen einzigen Spieler gehört, der irgendwie gesagt hätte, also Kircher, komischer Typ, den brauchen wir nicht, sondern ganz im Gegenteil, die sind alle voll des Lobes für Sie. Ist das eigentlich ein Kompliment an einen Schiedsrichter, wenn die Spieler alle sagen, das ist ein guter Mann? Oder müssten die eigentlich lieber ein bisschen Schiss in der Buchs haben, wenn sie über Sie reden? Nein, gar nicht. Also die Schiedsrichter kämpfen zum einen nicht dafür, dass sie beliebt sind, das ist gar nicht die oberste Priorität. Beliebtheitswettbewerbe wollen Sie doch nicht gewinnen. Absolut nicht. Nein, wir kämpfen darum oder wir arbeiten daran, dass wir akzeptiert werden. Ja, über diese Akzeptanz im Spiel können wir viel mehr erreichen für das Fußballspiel mit den Spielern zusammen, als wenn wir beliebt werden. So, und Sie haben, bevor wir gleich diese Bilder sehen, Sie haben jetzt Ihren vorzeitigen Ruhestand sozusagen eingereicht, wenn man so will. Ja? Bundesligaspiele machen Sie nicht mehr. Nein, also das ist im professionellen Bereich. Erste, zweite, dritte Liga ist die Altersgrenze 47 Jahre, habe ich erreicht. Für das ist mit 47 Schluss. Ist man da raus? Dann ist man raus. Warum? Weil das körperlich so anstrengend ist? Ich habe irgendwo gelesen, dass jemand wie Sie, der bei diesem schnellen Spiel heute, mit diesem hohen Tempo, der läuft, das konnte ich ehrlich gesagt kaum glauben, zwischen 15, 16, 17 Kilometer pro Spiel in 90 Minuten. Ja. Es ist keine Seltenheit, ja. Das ist enorm viel. Ja. Herr Legert, wie viele sind Sie gelaufen maximal in so einem Spiel zu Ihren besten Zeiten? Im Durchschnitt 8 bis 15 Kilometer pro Spiel.
8 bis 15, also wenn es gut lief, die Hälfte des Pensums eines Schiedsrichters sozusagen. Richtig, ja. Das verwundert mich ein bisschen. Ja. Ja gut, er. Tja. Man kriegt es als Spieler nie so mit, was die Schiedsrichter sagen. Man kriegt es auch als Zuschauer nicht mit. Auch nicht, ja. Wo genau. Wir überall sind auf dem Feld. So. Ja. Und deswegen war das der Grund, dieses Experiment zu machen, der Öffentlichkeit zu zeigen, was ein Schiedsrichter wirklich leistet in so einem Spiel. Mhm. War das der Grund? Nein, im Grunde genommen war es einfach mal an der Zeit zu sagen, was gehört denn alles zu einem professionellen Schiedsrichter dazu. Mhm. Das ist ja nicht nur die 90 Minuten auf dem Platz und der Dialog mit den Spielern, sondern es ist ja auch das Drumherum. Mhm. Ja, der Schiedsrichter muss sich darauf vorbereiten, der lebt ja auch für seinen Sport. Ja. Und deshalb war das schon mal eine tolle Geschichte, ja, auch das Drumherum auch mal zu zeigen. Können Sie einmal, Herr Kircher, bevor wir das gleich sehen, mal kurz erklären, was Sie da genau gemacht haben. Sie haben sich verkabeln lassen, komplett nehme ich an. Nein, im Grunde genommen haben wir eh schon das Headset. Das heißt, wir kommunizieren, der Schiedsrichter kommuniziert mit seinen beiden Assistenten, mit dem vierten Offiziellen. Und da gibt es einen fünften Empfänger und den haben wir einfach dran gehängt, sodass die Menschen, die Bilder aufgenommen haben, natürlich auch auf der Tonspur das mitbekommen haben, was wir mit den Spielern gesprochen haben. Gesprochen haben, so. Und bin mir sicher, wenn ich jetzt hier in die Runde fragen würde, sind Sie Fußballfan? Nein. Nee. Fußballfan, Herr Otte? Ich habe mir von Herrn Kircher erklären lassen, dass er ein sogenannter U-Boot-Fan ist. Der taucht so EMs auf und genau, dann taucht er wieder unter. Ja, genau. Verstehe. Ich glaube aber, was selbst eingefleischten Fußballfans nicht wirklich klar ist, wie viel da geredet wird, wie sehr sie psychologisch auf die Leute einwirken. Und wir schauen mal rein in ein Spiel, Dortmund gegen Augsburg. Weiß ist, also kommen gleich Untertitel, die zu sehen wird. Weiß sind Sie und Gelb ist Ihr Assistent, glaube ich, ne? Der draußen mit Ihnen kommuniziert. In der Farbe meinen Sie? Ja, in der Farbe jetzt, der Untertitel, damit die Zuschauer zu Hause das verstehen, was wir gleich zeigen. Ab Weiß sind in jedem Fall Sie und auch unzweifelhaft zu erkennen an Ihrem leicht schwäbischen Akzent. Leicht, ja. Wir schauen mal ganz kurz rein. Das ist großartig. Was ist das für ein Ding, wo Sie ihm sagen, also wenn Sie jetzt ja wieder nach vorne kommen, fühle ich ein bisschen vereiert? Ja, da habe ich ihn zurückgeschickt bei einer Einwurfsituation, die sollte eigentlich da hinten machen. Und sagt, ja, geht nach hinten und kommt dann wieder aber mit Anlauf nach vorne. Also, irgendwie können wir das jetzt nicht miteinander so vereinbaren. Ja. Und das macht man dann im Dialog während dem Spiel. Ja, das passt schon. Wann siezen Sie und wann duzen Sie? Mir ist aufgefallen, da gibt es Unterschiede, ne? Ja, im Grunde genommen versuche ich immer zu siezen. Ja. Aber dann rutscht auch mal das Schwäbische. Sie sagen vorher, man hört es ab und zu. Ja. Wobei ich höre es gar nicht mehr. Ja. Aber man hört ab und zu das Schwäbische Du dann. Und dann kommt es einfach so raus. Und wenn der Halil jetzt in Not ist, also Altintop, dann gehen Sie hin und dann duzen Sie den, um dem ein gutes Gefühl zu geben. Ja, zuerst muss brauchst ich, du einen? Ja, ich muss ihn ja zuerst mal fragen, braucht er eine Behandlung oder nicht? Ja, aber das ist dann einfach, um auch dabei zu sein, gutes Gefühl zu geben. Ja. Das gehört dazu, eine Beziehung aufzubauen auf dem Platz. Hilft nicht nur mir, hilft auch den Spielern. Aber was ich wirklich spektakulär finde und nicht wusste, Sie sind die ganze Zeit im Gespräch mit den Leuten. Ja, also die Zuschauer erleben das fast nie, sondern wann ist der Schiedsrichter denn im Fokus? Wenn der Zug anhält, wenn das Spiel anhält, richtig, und wenn ein Dialog da ist, erwartungsgemäß zwischen Spieler und Schiedsrichter, dann guckt doch alles drauf, dann ist die Kamera drauf. Aber es gibt sehr viele kreative Momente in Dialogen zwischen Spielern und Schiedsrichtern abseits dieses Blickfeldes. Und das ist wichtig, um die Temperatur auf dem Spielfeld in einem erträglichen Niveau zu halten, um die Stimmung nicht eskalieren zu lassen. Großartig. Gib ihm Gelb, ja klar. Ja klar. Das fand ich fantastisch. Ja. Das heißt, da wird auch mal klar, wie wichtig die Rolle des Assistenten ist. Ja, ne? Absolut. Und das ist ja die Ergänzung des Blickwinkels. Ich habe ja einen Blickwinkel, der Assistent hat einen Blickwinkel. Wenn wir so deckungsgleich sind in dem Moment, dann ist es doch wunderbar. Ja. Dann springen Sie doch sofort über eine Hürde drüber, wo Sie sagen, Sie zweifeln vielleicht noch. Wenn die Bestätigung kommt von außen, dann sind Sie in einer wahren Inbrunst der Selbstsicherheit. Ja. Sagen Sie, ja klar, ist doch logisch, geht man um Geld. Ja, wird es auch so gesehen. Und man hat auch das Gefühl, Sie leben da schon auch so ein bisschen Rachegelüste aus in dem Moment, ne? So leichte. Nein, also Rachegelüste leben Sie gar nicht aus. Sie sind sehr energisch, meine ich damit. Ich kann energisch sein, ja. Ich kann aber auch spaßig sein auf dem Feld. Nein, aber auch so nach dem Motto, das hat er jetzt auch verdient. Das holt er sich jetzt ab, dieses Gelb. Ja, dann ist es so. Das ist eine Kommentierung in dem Moment, wo man sagt, ja, okay, dann hat er es eben verdient. Ja, dann ist es bestätigt, ja. Und auch interessant in dem Zusammenhang, Sie halten sich die Hand vor den Mund, ne? War es der Bender? Ja, war der Bender. Ja, aber das ist jetzt nicht geschuldet den Lippenlesern, die wir sonst immer haben, sondern das ist einfach geschuldet der Akustik in dem Mikrofon über das Headset.
Ach, okay. Also wenn es zu laut wird. Also ich glaube nicht, dass ich einen schwäbischen Dialekt von den Lippen ablesen können. Ja? Glaube ich nicht. Nein, aber das ist, wir Schiedsrichter sind nicht so, dass wir sagen müssten, wir haben jetzt einen Schutz über die Lippen für die Lippenleser. Bei uns kann man keine Taktik ablesen, wie bei Trainern, die Anweisungen geben oder Spielern, die etwas sagen. Und was ich besonders mag, haben Sie Kinder? Drei, sehen Sie mal. Da sind Sie geübter Vater. Wie Sie dem das Gelb überreichen, im Grunde mit so einer halben Entschuldigung auf den Lippen, das können wir so nicht machen. Ja, das ist pädagogisch sehr wertvoll. Ne? Ja. Oder? Im Grunde genommen will ich ihn ja nicht vergraulen. Ich will ihn ja noch dabei haben. Ja? Also wenn ich jetzt eine kriegsgeheimige Stimmung erzeuge, das bringt ja auch nichts. Ja. Thorsten Legert, wie wichtig ist dieser sehr pädagogische Ansatz des Schiedsrichters, wenn er einem dann gelb-rot oder was auch immer gibt? Ich habe das Vergnügen gehabt, in 15 Jahren eine gelb-rote Karte erst zu kriegen. Aber dafür habe ich natürlich geschätzte 70, 80 gelbe Karten bekommen. Ja, das ist jedenfalls so. Nee, ich glaube, das ist ein hervorragendes Ereignis, glaube ich, für einen Spieler. Ja? Wenn ein Schiedsrichter wirklich behutsam mit dem Spieler umgeht und geht dann so im Dialog rein und sagt, pass mal auf, mein Junge, noch einmal, dann muss ich dir leider mal eine gelbe Karte zeigen. Aber das ist einfach eine Art von Freundlichkeit. Ja. Und ich finde das richtig gut, Herr Kircher. Ja. Gibt es denn Schiedsrichter, die es anders machen, die da rabiat? Ja, klar. Ich bin ja keiner gewesen von Freudigkeit. Ja. Ich habe ja auch mit Ball den Mann weggeknallt. Ja. Und dann ist es immer so ausgeartet. Ja, ich habe mich immer gefragt, warum gibt er mir jetzt Geld? Warum? Ja, ich habe den Ball um Gegner getroffen. Ja, und gerade bei der Bender-Situation, der hält ja den Fuß ja auch. Ja, freiwillig hin, ja? Ja, nicht freiwillig hin. Nee, in so einem angewinkelten Bein und hat die Innenseite. Ich denke mal, das ist kein Geld gewesen, oder? Ja, das ist ein Nachhinein. Gibt in der Dokumentation, die Sie für die Kollegen von Sky gemacht haben, da gibt es auch eine Szene, die ist sehr interessant. Da ist eine Elfmetersituation. Mhm. Der Assistent sagt, es ist Elfmeter. Und Sie sagen, nein, ist kein Elfmeter, lassen weiterspielen. Ja, der Assistent hat nicht gesagt, es ist kein Elfmeter, oder es ist Elfmeter, sondern er sagte nur, der hat den Ball nicht gespielt. Oder so. So. Was im Grunde auf selber rauskommt, der legt sich weiß hin. Weiß ich nicht, ja. Es ist in der emotionalen Interpretation, dann, der hat den Ball nicht gespielt, dann ist aber immer noch nicht die hundertprozentige Information da, hat er den Mann gespielt, oder hat er den Mann gefoult, Verstehe. Genau. Das heißt, es wäre für Sie einfacher gewesen, wenn er klar gesagt hätte, der hat den gefoult, ne? Ja. Sie haben sich dann dagegen entschieden, also der Assistent war ja eher eigentlich für den Strafstoß. Und war noch unentschieden. Ja. Und der muss aber natürlich am Ende die Verantwortung ja nicht tragen, der muss ja nicht pfeifen, aber bei Ihnen lastet das alles auf Ihren Schultern. Sie haben sich dann dagegen entschieden, zu pfeifen, haben sich das dann nochmal angesehen und im selben Moment kriegen das ja dann auch über Zeitlupen und so weiter, die Sie nicht haben, alle anderen schon mit. Es war eine klare Fehlentscheidung. Kriegt man das mit, wenn man da auf dem Platz steht? Merkst du, dass der Trainer unruhig wird, weil der die Information schon hat, das Publikum vielleicht schon hat? Und dann weißt du, der Trainer ist auch noch Klopp, ist einmal ein Mann, der emotional immer eher entspannt unterwegs ist. Ja, kommt ja wie ich aus dem Schwabenland. Also von daher ist er ungefähr emotional auf der gleichen Wellenlänge. Ja. Nein, man kriegt es unheimlich zurückgespiegelt. Und zwar in einer unheimlich kurzen Zeit. Ja? Das heißt, auch Trainer haben die Chance, über ihre Medien, Pressevertreter natürlich solche Bilder oder die Ergebnisse der Bilder anzuschauen. Die werden ja rasend schnell übermittelt. Ja, die gehen dahin an die Kameras und gucken sich das an und sehen, oh, das war aber nichts. Ja, das war eher falsch, Daumen nach unten. Das heißt, dann kommt die Maschinerie in Gang, die emotionale, und dann geht auch mal ein Trainer impulsiv nach oben. Das andere ist... So, wie schalten Sie das dann aus, Herr Kircher? Sie sehen da aus dem Augenwinkel den Klopp, der die ganze Zeit mal so Gesten macht und so und eher unruhig ist. Und Sie haben noch 36 Minuten, 40 Minuten zu spielen und wissen, ich muss jetzt mich konzentrieren auf dieses Spiel. Und im Hinterkopf Fehlentscheidung, Fehlentscheidung, Fehlentscheidung. Nein, das habe ich nicht im Hinterkopf, diese Fehlentscheidung. Wie machen Sie das? Sondern das spiegeln Sie oder das blenden Sie total aus. Da sagen, nein, im Grunde genommen, okay, das mag sein, ich habe es anders wahrgenommen, für mich war es nichts, könnte sein, die Reaktion der anderen, ja, deutet darauf hin. Aber dadurch, dass ich es ja nicht eindeutig weiß und mir eindeutig gezeigt wird in dem Moment, blende ich das aus und sage, nee,
es geht geradlinig weiter. Weil der Fehler wäre, ich treffe jetzt von jetzt an Konzessionsentscheidungen und beginne eine Schlangenlinie. Und diese Schlangenlinie in den Amplituden scheidet so raus, dass ich es mit einem Fehler, den ich bewusst machen würde, um den anderen Fehler zu retten, verschlimmbessere ich die Situation. Das heißt, das wird dramatisch, die Folge. Ja? Dann gerät das Spiel völlig aus den Fugen. Lieber, und das es gibt kein Kompensationsgeschäft, genau, anders lieber, als häufig angenommen. Ja, genau, lieber und Akzeptanz und Vertrauen erarbeiten, indem sie berechenbar und geradlinig weiter ihren Weg laufen. Und dann werden sie von diesen Spielern eher akzeptiert, als wenn sie jetzt anfangen zu sagen, oh, vorher war es ein bisschen wackelig, jetzt machen wir da auch was. Auch wackelig, ja, genau. Das wird dann nicht akzeptiert. Bewundere ich Sie. Also das ist eine ungeheure mentale Stärke, das so zu können und so fokussiert da reinzugehen. Und bevor wir gleich noch eine andere Szene sehen, auch eine ganz tolle Szene, würde ich Sie gerne noch fragen, kriegt man dann nach so einem Spiel auch mal Besuch dann von Jürgen Klopp oder von Uli Hoeneß? Und wie ist das dann, wenn Uli Hoeneß vor dir steht und du siehst, der Blutdruck ist eher im hochtourigen Bereich? Ja, natürlich. Es gibt viele Begegnungen mit Managern und Trainern in der Kabine nachher. Aber das mag ich ehrlicherweise lieber, als wenn man nur vor die Kameras geht und übereinander redet, als dass man eher in die Kabine kommt und sich dann auch mal wie unter Männern austauscht. Ja, und dann sagt man sich auch mal die Meinung und das vielleicht auch mal in etwas lauteren Ton. Und vielleicht muss man den einen oder anderen auch mal hinauskomplimentieren aus der Kabine. Haben Sie Uli Hoeneß schon mal rausgeschmissen? Namen spielen hier keine Rolle, das ist ja egal. Es geht mir darum zu sagen, dann tauschen wir uns mal aus. Ja, und das ist das Entscheidende, dass man das auch mal macht und machen darf und machen kann. Mhm. Und danach geht man wieder ganz vernünftig miteinander um. Und es passt. Auch das Zeichen großer Souveränität. Ne? Ich meine, du weißt ja, wer da vor dir steht. Also da steht einer der mächtigsten Menschen, nicht nur des deutschen Fußballs, des Weltfußballs steht da vor dir. Mit dieser leicht pochenden Schlagader, also da würde ich irgendwie unruhig werden. Wir schauen noch mal rein, eine weitere Situation, die wir uns rausgesucht haben, und zwar Schalke gegen Hertha in dem Fall. Und da kommt es zu folgenden Situation. Großartig! Grandios. Machen Sie auch noch lustig über den, der da unten liegt, ne? Ich will ja auch mal einen Spaß haben. Ja, verstehe. Ja, also. Frage ist, ob er das auch so sieht. Man entwickelt da ein bisschen ein Gefühl dafür. Mhm. Wann kann man so einen Spruch bringen und wann lässt man so einen Spruch einfach eher weg, weil die Emotionen so gerade ein bisschen im leicht roten Bereich sind. Ja. Und da war das absolut gechillt, wo man sagen kann, da kann man so einen Spruch mal anbringen. Ja. Was ich wirklich unglaublich souverän und auch so unterhaltsam finde, ist zu sehen, da stehen Sie einfach mit ihren 1,96. Irgendjemand hat über sie mal geschrieben, wenn der vor dir steht, der macht Schatten. Allein das macht einem schon Angst. Und dann stauchen sie da einfach mal so ein Millionario zusammen. Ja? Einer, von dem sie wissen, der wird von Hunderttausenden angehimmelt. Aber sie ziehen den mal ganz kurz lang. Wie ist das, wenn man dann auf so Exemplare wie Stefan Effenberg zum Beispiel trifft? Ja, im Grunde genommen ist man dann schon ehrfürchtig. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern mit Stefan Effenberg. Zweites Bundesligaspiel war Bayern gegen Gladbach. Effenberg, Weltklasse-Fußballer damals bei Bayern, hat mich dann im Mittelfeld, da habe ich mir erlaubt, als Novize in der Bundesliga einen Foul gegen ihn zu pfeifen. Da plafft er mich. Schiri, sowas pfeift mir doch nicht in der Bundesliga. Ja. Dann stehen sie zuerst mal da und denken, wow, oh, jetzt bin ich aber klein. Ja, haben sie verschiedene Möglichkeiten zu agieren, Gelb zu geben. Das geht aus ins eine Ohr rein, aus dem anderen raus. Oder Schiedsrichter haben so einen Kopf wie ein Elefant, die vergessen manchmal nichts. Ja? Und das ist dann immer schön, es geben sich ja wieder Gelegenheiten auf so einem Spielfeld. Und Effenberg setzte damals an zu einem Freistoß, Weltklasse Manier, im Ansatz wirklich klasse, in der Vollendung eine Katastrophe, ging an Freund und Feind vorbei, ins Seitenaus. Und wir begegneten uns da auf dem Feld und dann konnte ich sagen, Effenberg, und so spielt man auch nicht in der Bundesliga. Ja? Also, Das ist sowas, wo man dann sagt, man muss nicht immer alles mit gelben Karten regeln. Mhm. Man kann auch etwas mit Persönlichkeit regeln. Man kann etwas mit Schlagfertigkeit regeln. Und das kommt dann auch sicherlich auch an. So ein Effenberg ist ja ein toller Typ, der kann das ja auch ab. Ne? Ja, natürlich. Also wir haben uns danach zigmal getroffen. Super. Und da war nie was hängen geblieben zu sagen, ich bin da beleidigt. Zwei Namen muss ich noch schnell abfragen. Ja. Mario Basler. Mario Basler ist immer ein Typ, da wusste man ganz genau, der kommt vorm Spiel, sagt Hallo und kommt nach dem Spiel und sagt Hallo, kommt meistens in die Schiedsrichterkabine. Zwischendrin 90 Minuten war immer Kampf angesagt. Ich mag solche Typen. Aber der kam, nach dem Spiel kam er dann auch immer und es war ziemlich schnell klar, wieso er kam. Denn,
Es gab überall in den Katakomben war Rauchverbot bis auf die Kabine vom Platzwart und in den Schiedsrichter der Kabine. Ja. Also es war eine nette Geschichte. Und auch so ein Typ ist Mehmet Scholl, ist ja jetzt bei der EM auch wieder aktiv. Der war dann auch mal unterwegs und hatte dann wohl das Wochenende danach eine Familienfeier und hat sich dann wirklich eine gelbe Karte abgeholt auf dem Platz. Ja. Die hat sich auch verdammt. Aber er hat es vorher angekündigt, ich habe am Wochenende was vor, ich muss da mal was machen. Ja. Warte mal, stopp. Da ja, gibt es ja. einen Deal, ja? Nein, da gibt's keine, das war kein Deal. Also wir machen grundsätzlich keine Deals, ja, das Nein. ist absolut falsch verstanden, sondern es war eigentlich schon klar, da kommt jetzt was, ja, und das hatte er in seinem Spaß, und ich sage ja, Schiedsrichter und Spieler dürfen durchaus Spaß haben in diesen 90 Minuten miteinander, das hat er dann schon auch mal angekündigt, ich sage, also ich muss da was machen. Ja. Ist das lustig. Das heißt, der provoziert die gelbe Karte, damit er zur Familienfeier kann. Lassen wir es einfach mal so stehen. So lassen wir es ist jetzt stehen, meine ja. Interpretation ja, genau, dieser Geschichte. So würde ich es jetzt mal stehen lassen. Ja. Ja, herrlich. Und stimmt auch ganz zum Schluss die Geschichte, dass Sie einen Torwart, wenn ich das richtig erinnere, dass er immer gesagt hat, jetzt mach endlich Schluss, ich muss nach Hause, ich muss mich um die Familienplanung kümmern? War mal einer dabei, ja. Ja. Wir haben dann pünktlich abgepfiffen. Ja. Okay. Sie sind der Patenonkel, nein, sind Sie nicht. Okay. Herrlich. Thorsten Legert ist bei uns, der gerade so schön erzählte und sehr stolz erzählte, dass er in 15 Jahren nur eine gelb-rote Karte bekommen hat. Richtig. Wofür und war es berechtigt? Meines Erachtens nicht. Ja. Ist ja ganz klar. Ja. Nein, wir haben zu Hause gespielt mit dem VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Damals noch, wirklich, haben wir oben gestanden. Ich glaube, der Jogi Löw war unser Trainer, unser heutiger Nationaltrainer. Mhm. Und Leverkusen hat gehabt Christoph Daum. Und ich habe immer wieder gehört, ey, boah, hau den Legert um, hau den Legert um, hau den Legert um. So, dann habe ich den Ball gehabt an der Außenlinie, Mittellinie, Höhe. Und dann kommt Niko Kovac von hinten und senzt mich richtig um. Also von hinten in die Achillessehne. Der zum Beispiel hat nichts bekommen. Der steht auf, ja, und rappelt sich auf, ja, ich gehe hoch und nick einfach runter, so, und kriegt die gelb-rote Karte. So, und dann fällt er hin und dann sagt er zu mir, der Schiedsrichter, wegen ihrer Tätigkeit, ja, gebe ich Ihnen jetzt die gelb-rote Karte. Ich sage, frag mich, was habe ich gemacht? Ich habe eine blutige Achillessehne und ich habe nichts bekommen. So, und das sind die Ursachen, ja, eine Schiedsrichter, da verstehe aber ich jetzt ihn manchmal nicht, Herr Kircher. Ja. Aber in dem Zusammenhang wäre vielleicht nicht uninteressant. Ich war es nicht. Ja, wäre aber nicht uninteressant zu wissen, wie nah Sie mit dem Kopf an Ihrem Mitspieler waren. Ich demonstriere das mal. Ja. 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 Ich bin aufgestanden. Ja, und Nico war ja so ein von Größe von 1,60 Meter. Ja, ich bin Kovac, ja? Ja, ja, ganz okay. Genau. Relativ klein, ja? So. Du musst hochgucken, Markus. Ich guck so. Hoch. So, ich mache dann diesen. Ja. Kopf an der Nase. Ich habe gar nichts gemacht. Wie genau? Also, er hüpft noch hoch, so. Er hüpft noch hoch. So. Ah, okay, verstanden. Und Sie haben nicht... Herr Kircher. Wie fühlt man sich da als Niko Kovac? Ich hätte ihm Rot gegeben sofort, ja, zack, sofort, raus. Direkt, ja, Glück gehabt eigentlich. Ja, noch im Grunde ja, kann ja. Von Glück reden, dass ich nicht Schiedsrichter war. Ja, ja. Nein, im Grunde genommen habe ich ja fast gar nichts getan. Wirklich, ich habe nur meinen Kopf nach unten gesenkt, ja, und habe nur gesagt, Niko, ey, hast du so einen Vogel? Ja. Und dann, und die Schwerkraft hat aber den Kopf ein bisschen schneller nach unten gezogen, nein, wahrscheinlich. Nein, Marco, nein, wirklich, überhaupt gar nicht. Ja. Ich habe einfach nur den Kopf runtergesetzt. Hier, glauben Sie mir. Doch. Im Grunde ist doch eigentlich schon der Blick von Thorsten Legert schon gelb verdächtig, oder nicht? Oh. Nein, eher in Richtung Freispruch. Ja, okay. Aber großartig eben diese Szene. Glauben Sie es mir? Es war wirklich genau. Wunderbar. Ja. Thorsten Legert hat gerade Joachim Löw angesprochen, ja. Der ja Ihr Trainer war, ne? Richtig, in 2 Jahre. Stuttgart, ne? 2 Jahre. Was ist das Geheimnis, das Erfolgsgeheimnis von Joachim Löw? Als er damals zu uns gestoßen ist, zum VfB Stuttgart, ja, kannte ich ihn ja gar nicht. Ich habe ihn nur als Assistent kennengelernt, ja, und er war ein großartiger Mensch. Mhm. Er ging auf die Spieler zu, ja, und gerade insbesondere, ich kann nur von mir erzählen, ja, ich war ja ein schwerwiegender Typ. Ich war ja immer amok, bin ich gelaufen, auch im Training, ja, ich wollte immer nur erste Mannschaft spielen. Mit gelegentlichem Kopfnicken? Nein, das nicht, nein. Und er hat damals schon dieses Feeling gehabt, ja, der Mensch, ja,
der besteht nicht nur aus Fußball, der hat Gefühle, ja, den muss man zu sich holen, ja, genau wie Herr Kirche auch. Ja, der hat immer so ein probates, gutes, eine gute Mischung gefunden. So eine persönliche Ansprache. Absolut, ja. Absolut. Mhm. Und damals hat man schon gesehen, er war ein ganz hervorragender, großer Taktiker. Ja. Und als er dann hauptverantwortlich war, hatten wir 2 Jahre ganz großen Erfolg. Ja, wir hatten, im ersten Jahr hatten wir natürlich Vize-Deutsche Meisterschaft. Wir waren nur ein Punkt dahinter mit Bayern München. Hatten den DFB-Pokal geholt in Berlin gegen Cottbus. Dann haben wir den Europapokalsieg als Vizemeister gegen Chelsea. In Chelsea 1-0 verloren. Ich meine, überleg mal, wo Stuttgart heute steht. Ne? Herr Kirche, was sagen Sie dazu? Traurig, das ist, ne? Als Schwabe traurig, ja. Ja, ja. Für mich auch, weil ich fünf Jahre dort agiert habe mit Fußball und ich habe eine sehr gute Vita von dort mit Menschen gehabt. Ja. Unterschied Trainer Rehagel, der auch Ihr Trainer war, wie würden Sie das beschreiben? Ja, die kann man nicht vergleichen. Otto war ein alter Haudegen, ja, der gezielt seine Philosophie durchgezogen hat, 3 Jahre lang. Und Jogi Löw war kreativ in seiner Anlage. Er hat tagtäglich, genau wie so ein Computer, uns gefüttert mit neuen Sachen. Ja, und es hat riesengroßen Spaß gemacht. Mhm. Und unter ihm kann ich nur sagen, einer mit der besten Trainer, die ich je hatte. Über Otto Rehagel haben Sie jetzt nicht so viel gesprochen. Die Frage ist, wenn wir über Otto Rehagel sprechen, muss man dann sagen, das war eigentlich derjenige, der im Grunde schuld daran ist, dass Sie nie in der Nationalmannschaft waren? Ich habe eine Vision gehabt als Kind, als ich damals ARD oder ZDF geguckt habe, Sportschau, und habe immer wieder gesagt, mein Idol Hans-Peter Briegel. Ich wollte immer so ausschauen wie er. Ich habe es zwar geschafft, aber ich konnte nie so spielen wie er. Ich war ein bisschen besser. Ja, ja, ja. Ich habe es nie geschafft, ich war ein bisschen besser. Ja, ja. Ja. Der Grund dafür war für mich, ich wollte Nationalspieler werden. Ja. Ja, und ich hatte die Chancen gehabt durch gute Leistung. Ja, vom Aussehen, nicht von der Nationalmannschaft. Also frisurtechnisch ist Hans-Peter Briegel leicht vorne, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, leider heute immer noch. Ja, ja. Ja, und dann hatte ich zur damaligen Zeit, wo ich angefangen habe in Bochum, schon 2 Anfragen gehabt von der Nationalmannschaft. Wurde nicht berücksichtigt, weil damals Bayern München viel zu stark war, ja, auf der Seite, und hatten auch die besseren Spieler. Dann habe ich mich weiter qualitativ hochgearbeitet, ja, und bin dann nach Bremen gewechselt und hatte 3 Jahre lang Anfragen. Die größte Chance meines Lebens war im Teil, ja, ich habe damals, glaube ich, das 2. Jahr alles durchgespielt, Champions League, DFB-Pokal und Meisterschaftsspiele. Da war ein Spiel, freitags gegen Köln, montags habe ich eine Anfrage bekommen von Bertie Vogts, ja, der den Verein kontaktiert hat und mich auch, und hat gesagt, Thorsten, pass auf, Junge, ich habe so viel Spaß an dir, ja, ich würde dich gerne mitnehmen nach Amerika zur Weltmeisterschaft, und da fehlt mir ein guter Spieler wie dich auf der linken Seite. Ist ja ganz klar, ich war Traum, jung, ja. Es ist ein Traum, ich war Patriot sowieso durch und durch, und einmal den Adler auf der Brust haben, ja, und einmal für Deutschland zu spielen. Da habe ich auch gearbeitet, wirklich wie ein Dummer, ja, wirklich, ich habe alles niedergemacht im Training, ich habe Komplimente bekommen auch, ja, und dann war der Tag angekommen, ja, und Otto Rehagel ist damals in die Tür eingetreten, ja, und hat uns dann verkündet, wer spielt, und hat dann gesagt, aus taktischen Gründen wirst du heute nicht dabei sein, Thorsten Legert. Ich habe den Sinn nie verstanden, weil er immer zu mir sagte, Thorsten, wenn du eine Chance kriegst, ja, wirst du unter meiner Rubrik, ja, Nationalspieler. Und er hat es mir verbesaut. Und deshalb habe ich heute noch zu knacken, ja, und ich bin sehr, sehr traurig darüber, dass ein Mensch wie Otto Rehagel, der so viel Größe hat und so viel erreicht hat, ja, an Thorsten Legert nie in der Nationalmannschaft spielen lassen hat. Das war der Grund. Das tut heute noch weh, merke ich gerade. Es tut mir sehr weh, ja, weil ich einfach Deutschland liebe, ja, und man sieht einem Teil, ja, wie in Thorsten Legert heute alles verfolgt, ja, die EM, und ich sehe immer noch so vor Augen, Mensch, du hättest da auch spielen können, ja, 15 Jahre lang, ja, aber viele haben es nicht gewollt. Hat nicht sollen sein. Nichtsdestotrotz ist Ihnen eine sehr, sehr beeindruckende Karriere ja gelungen. Ja, das schaffen ja die allerwenigsten, muss man mal sagen. Und so lange auf dem Niveau. Wo geht es jetzt weiter für Sie mit Fußball? Bei Remscheid sind Sie gerade als Trainer sehr schnell, ne? Nach 7 Monaten schon wieder raus. Hat nicht gepasst einfach? Nein, die Konstellation hat nicht gepasst zwischen Trainerstab und Vorstand. Als der Vorstand gehört hat, dass ich beim Fernsehen arbeite, haben sie natürlich alle Arbeit auf mich gelassen und haben gesagt, der Thorsten macht alles. Der macht die Spieler, der holt Sponsoren, der hat Geld.
Und das habe ich mir dann 6-7 Wochen angeguckt mit meinem Kompagnon. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, auch egal, ob wir das Spiel heute hier gewinnen oder verlieren, es hat sich bis dato noch keiner bei der Mannschaft gemeldet, bei mir auch nicht. Und jetzt höre ich auf. Jetzt höre ich auf, weil es hat mir keinen Spaß mehr gehabt, weil es hat sich keiner mehr gemeldet von dem Vorstand. Das heißt das Schluss mit Fußball jetzt? Oder nein, überhaupt gar nicht. Nein, nein. Ich habe mein Amt niedergelegt, ja, obwohl die Mannschaft auf dem Nicht-Abstiegsplatz war. Ja, sie waren bis dato gerettet. Ich habe alles Optimum rausgeholt. Die Mannschaft hat Verständnis dafür gehabt. Mhm. Bis dato habe ich auch Angebote bekommen, auch von Amateur-Oberliga, Regionalliga sogar. Und auch ja, als Assistenttrainer für hauptverantwortlich für Katar auch. Oh. Ja. Bei den Scheichs? Ja, genau. Ja. Und? Interessiert Sie? Oder? Ja, ich bin momentan beim Fernsehen, das kann ich nicht. Beim Fernsehen heißt, bei den Kollegen von RTL wieder im Einsatz? Absolut, ja. Ja? Ja, weil Sie mit Ihrer Frau gemeinsam da was gemacht haben, ne? Absolut, ja. Ich hatte vor, demnächst auch zu sehen, glaube ich, Mitte August, ne? Bei den, gemeinsam mit der Frau in ein Haus einsperren lassen. Ich meine, sagen viele, kenne ich. Nein. Haben schon jahrelang gehabt. Aber nein, das ist eine neue Herausforderung gewesen, ja. Wir waren 7 Paare und das hieß das Sommerhaus der Stars. Ich darf nicht viel sagen. Ich kann nur so viel sagen, dass viele, viele Dinge da mitgespielt haben, unter anderem Hubert K. Okay. Ja. René Weller, Thorsten Legert sowieso, ja. Und nur ganz kurz, weil Sie nicht viel sagen dürfen, ja. Deswegen nur ganz kurze Antwort, haben Sie gewonnen? Das kann ich leider nicht sagen, also, ja. War ein Versuch wert. Also. Thorsten Legert, einen habe ich noch, einen unvergessenen Satz von Thorsten Legert bei einer Auswechslung in Remscheid. Und hinterher war die Frage, war das überhaupt wirklich die richtige Entscheidung, diesen Stürmer auszuwechseln, sagt Thorsten Legert. Da habe ich mich doch glatt von meiner eigenen Kompetenz beirren lassen. So, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und ich würde gerne Herrn Seelmann-Eggebert an dem Punkt fragen und auch Herrn Otte, die bei uns ist. Hat sich vielleicht David Cameron auch von seiner eigenen Kompetenz beirren lassen? Na, jedenfalls hat sich sein Verhalten zu einem ziemlichen Chaos für Großbritannien ausgewirkt, sodass die ganze Welt sich fragt, was wird denn da eigentlich? Mhm. Viele sagen, es hat da den einen oder anderen Zocker gegeben und der Premierminister ist da nicht ungeschoren geblieben. Und die sagen, er hat das Ergebnis gekriegt, das er verdient hat. Er wollte ja das entgegengesetzte Ergebnis haben. Wenn wir die Chance haben, mit jemandem wie Ihnen mal zu sprechen, der die meisten Leute haben Sie jetzt in den letzten Jahren in Erinnerung als sehr intimen Kenner des Königshauses. Immer wenn bei Königs in England vor allen Dingen was los ist, aber auch in Schweden, sonst wo, da haben Sie einen sehr exklusiven Zugang. Was aber die meisten nicht wissen, Sie haben ganz lange einfach auch als politischer Korrespondent gearbeitet, in Afrika sehr lange, auch sehr lange in London. 1937 geboren. Was ist denn Ihre Sicht, also die Sicht Ihrer Generation auf dieses England und auch auf dieses Europa, um das mal zu verstehen, was da passiert ist? Also ich bin relativ früh, 1955, als Austauschschüler das erste Mal nach England gegangen. Mhm. Und das war, sowas gibt es ja nicht nur zwischen Menschen, sondern auch einem Land gegenüber, sowas wie eine Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Ich habe das Land gemocht, ich habe die Eltern meines Austauschfreundes gemocht, ich habe den Austauschfreund gemacht. Nur um einfach mal so daran zu erinnern, wie das war. Ich bin angekommen, brauchte ein Visum. Wir reden von 1955. Ich hatte eine Kamera mit, die war aus Japan gekommen, frisch gekauft, musste verzollt werden. Das ist alles heutzutage beinahe unvorstellbar. Und ich meine, das ist natürlich auch was für mich Europa ausgemacht hat. Nicht eben diese freien Grenzen, jedenfalls für mich als Bundesbürger drüben in England. Also, und Jahrgang 37, ich meine, Sie haben den katastrophalen Krieg ja in Erinnerung. Wobei man, auch noch, wobei man eben einfach sagen muss, ich glaube schon, meine Generation, gerade noch so Kriegskind, hat Europas Entstehen anders erlebt als eine jüngere Generation. Für uns bedeutete also Europa unter anderem Ende aller Kriege. Das war natürlich ein großes Wort. Aber wir hatten den Krieg halt noch in Erinnerung, Bombenkriege. Und die Briten haben dabei natürlich auch eine entsprechende Rolle gespielt. Also das war das eine, was wir mit Europa verbunden haben.
Und wenn man dann schon in jungen Jahren die Möglichkeit hat, so ein bisschen per Anhalter durch die Weltgeschichte zu reisen, dann hat man eben auch Länder wie Irland zum Beispiel besucht oder Portugal besucht und auf die Art und Weise festgestellt, mein Gott, wie gut geht's dir in Deutschland, auch wenn es damals sozusagen ein Deutschland war, das ja aus den Ruinen erst wieder erstand, im Verhältnis zu diesen vergleichsweise armen Ländern. Und wenn man heute diese Länder besucht, kann man sie gar nicht wiedererkennen. Irland ist quasi ein Industrieland geworden. Portugal, nichts mehr von Armut. Griechenland ist ein Sonderfall. Aber das alles ist für uns Europa gewesen. Und deswegen hat diese Generation, also meine Generation, zu der Europa-Idee sicher immer Ja gesagt. Und wenn Sie nun nach England fragen, dann kann ich nur sagen, ich habe lange bevor sich diese aktuelle Entscheidung abzeichnete, immer gedacht, von Europa haben die so gut wie keine Ahnung. Es war meines Erachtens immer so, dass was gut war in Großbritannien eben von der Politik des Tages, der britischen Politik des Tages kam und ihr auch sozusagen angerechnet wurde. Und was schlecht lief im Lande, war immer Europa. Hat man da hingeschoben, weil es natürlich einfach war. War immer Europa, sodass sozusagen ein objektives Bild von den Leistungen Europas eben auch in Großbritannien nie entstanden ist. Bei uns sieht man überall die blauen Fähnchen mit den goldenen Sternen. Und wir wissen, das hat was mit Europa zu tun. Das habe ich in Großbritannien ganz selten mal gesehen. Und ich meine, erst jetzt wird den Farmern zum Teil in Großbritannien klar, was sie zum Beispiel einbüßen dadurch, dass Europa es nicht mehr sein soll, dass sie finanziert. Denn ich meine, die ganzen Agrarzuschüsse, die kamen aus Brüssel. Mhm. Und auf einmal bleiben die weg. Wie wird es also mit der Landwirtschaft in Großbritannien werden? Das ist dann sozusagen die ökonomische Frage. Würde Sie trotzdem an dem Punkt noch einmal gerne fragen. Deswegen habe ich die Frage auch nach der Generation gestellt. Wie ist es dann zu erklären, dass gerade diese Generation, die diese Erfahrung des Krieges gemacht hat, die verstanden haben müsste, dass Europa weit mehr ist als einfach nur ein großer Binnenmarkt, ja, sondern dass das eine große politische Idee ist, dass das eine Vision ist, dass das Frieden bedeutet, dass die für diesen Ausstieg stimmen, mehrheitlich, und die junge Generation, die diese Erfahrung ja gar nicht gemacht hat, die ja eigentlich gar nicht wissen, was es wirklich bedeutet, einfach nur in Frieden zu leben und dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist, dass die mehrheitlich sagen, na, logisch wollen wir das erhalten. Wie erklären Sie sich das? Dadurch, dass die jüngere Generation eben nur teilweise gewählt hat. Der jüngeren Generation ist nicht klar gewesen in dem Augenblick, als sie nicht an die Urne ging, dass das kein Schaden wäre oder dass es ein Schaden wäre, umgekehrt. Das ist der jüngeren Generation nicht klar gewesen und sie haben gedacht, es geht eben einfach alles so weiter. Und bei der älteren Generation, auch Altersgefährten von mir, in Großbritannien muss man natürlich sagen, es gibt so etwas wie eine Inselsicht, es gibt so etwas wie Little England, es gibt so etwas, in einer bestimmten Zeit war alles so schön. Also ich habe nochmal die Bilder vor kurzem gesehen vom 8. Mai 1945, wo alle sozusagen den Sieg in Europa feierten vor dem Buckingham-Palast. Viele sind in ihrer Perspektive da stehen geblieben und haben gesagt, wir sind wer gewesen, warum sind wir das eigentlich heute nicht mehr? Sie haben auch nicht begreifen wollen, dass sie von der Großmacht geschrumpft sind zu einer Mittelmacht am Rande Europas. Das gefällt ihnen nicht und sie geben in vielen Fällen den Europäern die Schuld, uns Deutschen natürlich als das größte Land innerhalb der EU eine besondere Schuld. Da lebt man auch so einen Minderwertigkeitskomplex ein bisschen aus, ja? Minderwertigkeitskomplexe oder es war so schön, Romantik, falsche Romantik, fehlgeleitete Romantik und natürlich auch, sie sind vielen auf den Leim gegangen. Ich meine, die letzten Wochen waren dadurch gekennzeichnet, dass viele Zeitungen sozusagen dieses Flüchtlingselend und den Zustrom, die Fluten von Flüchtlingen beschworen. Das liest man ungern und sieht man ungern und denkt, mein Gott, was haben die Deutschen uns da auch wieder eingebrochen. Also im Kern auch ein rassistisches Problem, ne, über das wir da reden. Ja, wobei das natürlich gar nicht zu verstehen ist, weil dieses Land selbst ja mit einer großen Immigration fertig werden musste. Richtig. Als Indien damals geteilt wurde, es Indien gab und Pakistan gab, da haben sie Tausende, wahrscheinlich Hunderttausende von Menschen unterbringen müssen und integrieren müssen. Und viele Syrer hat England ja auch nicht aufgenommen. Und ich hätte auch immer gesagt, das sind Erfahrungen, die uns in Europa gut tun. Denn wir stehen vor diesen Fluten, die kommen werden. Und wer weiß darüber besser Bescheid im Lande als die Briten. So, und jetzt kommt Herr Otte und sagt erstens, diese Engländer, die haben richtig Mut bewiesen mit dieser Entscheidung. Und es war das Beste, was uns passieren konnte. Das ist ein Glücksfall, das ist eine Riesenchance, nennen Sie das. Warum? Ja, zunächst mal hat mich natürlich geärgert, dass alle so negativ waren. Es ist das englische Volk oder zumindest die Mehrheit der englischen Bevölkerung, die sich so entschieden hat.
stellen wir mal dahin, warum das so war, wie die Kampagnen waren. Natürlich war da Populismus im Spiel. Aber wir haben seit vielen, vielen Jahren, seit 20 Jahren, eigentlich seit 1987, der einheitlichen europäischen Akte mit Delors, ein Europa von oben gebaut. Ein Europa mit Bananenkrümmung, die Verordnung ist mittlerweile weg, mit Bürokratie, ein Europa am Volk vorbei. Das ist auch nicht mehr das Friedensprojekt, das auch mein Vater sehr stark mit unterstützt hat und viele aus der Generation, wo man gesagt hat, Frankreich, Deutschland, also das Motor der europäischen Einigung, wir müssen die Schlagbäume niederreißen, Helmut Kohl war dabei. Das war ein Friedensprojekt, das war die politische Union, die aber vom Volk kommen muss und dann auch die Kernbereiche der Politik erreichen muss, zum Beispiel die gemeinsame europäische Verteidigungsgemeinschaft, die ja schon 1952 in der französischen Nationalversammlung scheitert und die wir bis heute nicht mehr haben. Mhm. Europa ist heute nach meiner Diagnose ein verängstigter, machtloser, zerrissener, verunsicherter Kontinent, der sich nicht mehr findet. Mhm. Und die Institution, ein weiter so geht nicht. Wir haben das in der Euro-Krise gesehen, wir sehen es jetzt. Europa ist ein Europa der Eliten, ein Europa gegen die Bevölkerung. Da muss man sich nicht wundern, wenn auch diese populistischen Strömungen stärker werden. Wir müssen Europa tatsächlich neu erfinden im Rahmen dieser Uridee. Europa als Friedensprojekt, Europa als politische Union von unten, von demokratisch von unten. Ja. Aber wie, ist die große Frage, wenn doch die Erzählung über dieses Europa genauso geht, wie Sie sie gerade beschrieben haben, und zwar nicht nur in England, sondern auch in Österreich, in Finnland, in anderen skandinavischen Ländern, in Schweden ist die ganze Situation völlig gekippt. Also in Frankreich auch. Bin sehr gespannt, was da was nächstes Jahr dann dort passiert und auch 2017 passieren wird. Also das ist ja etwas, was du kaum noch eingefangen kriegst. Und das Problem ist doch mittlerweile, über Fakten geht es doch gar nicht mehr, sondern es interessiert die Leute nicht. Es geht wirtschaftliche über Emotionen, Fakten, über den Kopf ja. geht gar nichts. Es geht nur noch Bauch. Ja, aber jetzt sind Emotionen im Spiel. Es sind Emotionen der englischen Bevölkerung im Spiel. Die haben tatsächlich den Eliten, den Strippenziehern, den Verhandlern an den Krisentischen mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir werden jetzt sehen, dass dieser Brexit so dramatisch gar nicht ist. Es gibt viele Möglichkeiten, Alternativmodelle, ob das im Prinzip die Europäische Wirtschaftsunion ist, wie Norwegen, oder ob es bilaterale Verträge sind, Freihandelsabkommen. Also es ist ja nicht so, dass Großbritannien jetzt komplett weg ist, sondern es wird sich irgendetwas Neues ergeben. Es werden sich neue Handelsverträge ergeben. Da wird natürlich Umbruch sein. Und da gibt es ja auch Druck. Also da sagt man denen ja auch ganz deutlich, Freunde, also Rosinen picken könnt ihr vergessen. Ja, aber das ist doch gut. Das ist doch genau gut. Der Rest Europas ist doch immer im Moment von denjenigen erpresst worden, die am konsequentesten ihr Ding durchgezogen haben. Irgendwann sind meistens dann die europäischen Spitzen eingeknickt, ob es Frau Merkel war oder sonst jemand. Wenn ein Land kam und sagt, ich will unbedingt was anderes, dann hat man diesem Land sein Sonderrecht gestattet. Und das ist vielleicht jetzt vorbei. Das heißt, Sie waren für diesen Brexit, wenn man so will? Doch, ich habe ihn als Chance gesehen. Ich habe mit meiner Prognose falsch gelegen. Ich habe nämlich geglaubt, er kommt nicht. Genauso wenig wie die schottische Unabhängigkeit kam, weil natürlich die Medienmacht, die Eliten im Prinzip fast geschlossen dagegen waren. Es gab natürlich die Brexiter, Johnson und so weiter, die haben diese Stimmung aufgewühlt, aber die große überwiegende, die Medien waren schon im Großen und Ganzen dagegen. So, jetzt ist da mal ein Unfall passiert. Jetzt hat die Bevölkerung gesagt, wir wollen das anders. Das heißt zumindest, dass wir in irgendeiner Form überlegen müssen, wie können wir denn jetzt Europa wirklich bauen? Wo kommt der wirkliche Reformimpuls her? Genau, was wäre denn jetzt die Vision, wenn Sie sagen, das ist eine Riesenchance? Worin besteht die Chance? Man könnte zu dem zurückkehren, was der Wolfgang Schäuble 1994 vorgeschlagen hat. Da ist er dann von Kohl sofort zurückgepfiffen worden. Er hat nämlich ein Kerneuropa vorgeschlagen. Also dass diejenigen, die schneller vorangehen wollen und die auch vielleicht ähnlicher ticken, vorangehen und dann heißt, können die anderen mal namentlich Deutschland. Ja, zum Beispiel die Gründungsnationen wären dabei, also Frankreich, Deutschland müssen dabei sein. Ohne die beiden geht gar nichts. Mhm. Aber auch Benelux, Italien, Österreich. Das wäre so ein Kern, der könnte nach vorne gehen. Was der ist Skandinavien? Also Finnland zum Beispiel? Auch, da gibt es natürlich Dänemark. Auch Sonderrollen, klar. Das muss ich finden, aber das ist das Schöne an einem flexiblen Kerneuropa, dass man sagt, wir gehen einen großen Schritt nach vorne und wer mitgehen will, der geht mit. Und der Rest kommt eben hinterher. Und man sieht, dass das dann eine Sogwirkung entfaltet. Also, das wäre die Möglichkeit. Ich glaube, ein großer Kummer ist, dass insbesondere eben innerhalb Europas die Briten nicht die Rolle gespielt haben, die sie hätten spielen sollen. Für mich sind die Briten immer sozusagen ein Vorbild für Common Sense, gesunden Menschenverstand. Und man hätte sich Pragmatiker, ne?
Sicher, ja, sicher so etwas. Und man hätte sich vorstellen können, dass sie eben innerhalb der Gemeinschaft auch eine größere Rolle gespielt hätten. Zum Beispiel, ja, auch was die Beamten angeht. Und man muss befürchten, dass sie sozusagen Brüssel verlassen. Das ist auch das normale Argument, dass man sagt, die Briten sind Pragmatiker. Aber sie haben natürlich auch diese imperiale Tradition, Teile und Herrsche. Sie haben sich nicht als Teil des Kontinents gesehen. Also der Pragmatismus wird natürlich auch sehr gerne pro-britisch eingesetzt. Sie sind da auch knallharte Verhandler und natürlich auch auf das Wohl ihres Landes bedacht. Marktwirtschaftler also, auch, ne? Marktwirtschaftler, aber in Deutschland, bitteschön, wir hatten eine Wirtschaft in Deutschland vor 110, 120 Jahren, die war weitaus moderner als die britische. Also die deutsche Art, Dinge anzugehen, nüchtern, grundsätzlich, ingenieurwissenschaftlich, auch das deutsche Beamtentum, da möchte ich auch mal eine Lanze verbrechen, die haben doch, wir haben doch einen völlig unbestechlichen Staat gehabt über viele, viele Jahrzehnte. Das wackelt jetzt ein bisschen. Also diese verschiedenen Kulturen, die müssen sich also auch irgendwo finden. Und da kann man aber auch die kontinentaleuropäische Kultur, die deutsche Kultur, die französische Kultur haben auch was zu bringen. Das ist nicht nur schlecht, was wir in Kontinentaleuropa haben. Und die Briten können nicht nur Gutes einbringen, die können auch was lernen von uns. Das ist ganz unbenommen. So will trotzdem Sie fragen, Herr Seemann-Eggebert, wenn man sich das anschaut, jetzt so aus der Ferne, hat man das Gefühl, denen war gar nicht so richtig klar, was sie da eigentlich gemacht haben. Also es gab am nächsten Morgen so dieses böse Erwachen aus der Abteilung, huch, was ist uns denn da passiert und wie können wir das denn bloß so schnell wie möglich wieder rückgängig machen? War nicht so gemeint. Also ist mir auch so gegangen. Ich bin ins Bett gegangen und dachte, es ist alles gut gelaufen. Und als ich um 7 Uhr meinen Kopfhörer aufsetzte, hörte ich auf einmal, es ist nicht gut gelaufen und war total perplex und völlig überrascht. Das Interessante ist ja, man konnte es nicht voraussagen, weil es so etwas nicht gegeben hat. Es gab also keine Bezugswerte, auf die man sich beziehen konnte. Deswegen schwamm das und kippte erst so in der Nacht von 3 auf 4 oder so um den Dreh rum, wurde auf einmal klar, dass es anders ausgehen würde. Aber wollten die Briten das wirklich? Also die Engländer, muss man sagen, wollten die das wirklich? Sie müssen davon ausgehen, dass sie 1,1 oder 1,2 Millionen mehr Stimmen für die eine als für die andere Lösung gehabt haben. Insofern kann man nicht sagen, Das ist haarscharf gewesen, es ist nicht haarscharf gewesen. Aber man muss auch sagen, es waren, glaube ich, bis vorgestern schon 4 Millionen Unterschriften eingegangen, wo darum gebeten wurde, dass man also möglicherweise diese Geschichte wiederholt. Sie ist unter Rechtsgesichtspunkten nicht rechtskräftig im Augenblick. Das Parlament muss dazu Ja sagen. Das Parlament kann aber erst dazu Ja sagen, wenn es neu gewählt ist. Also wir werden jetzt eine lange Periode haben, wo jeder seine Papiere vorbereitet. Und das kann eben endlos lange dauern. Wo auch unklar ist, ob es dazu tatsächlich kommt, meinen Sie? Wo das, was dieses Referendum angeht, unklar ist, wie es kommt. Ich glaube nur, dass sich ein Parlament es sich nicht leisten kann, dieses Referendumsergebnis sozusagen zur Seite zu kehren und zu sagen, wir machen alles nochmal neu, wir wählen sozusagen, bis das Ergebnis stimmt. Ich glaube nicht, dass das passieren kann. Aber was natürlich passieren kann, ist, obwohl auch das noch einiger Hürden bedarf, dass die Schotten ihr Referendum, das sie selber mal durchgeführt haben, wiederholen. Und dass in diesem Fall das Referendum eben anders ausgeht und man sagt, wir wollen bei Europa bleiben und wir wollen nicht bei England bleiben. Ich meine, das Vereinigte Königreich, für das Sie ja auch in gewisser Weise stehen, ja, nehmen Sie jetzt einfach da mal mit rein, weil Sie da sehr dicht dran sind. Sie haben diesen Satz vorhin formuliert. Ja, klar, die Königin kann eines schönen Tages an den Premierminister des Tages herantreten und sagen, Prime Minister, give me back my kingdom, gib mir mein Königreich weg. Das Vereinigte Königreich als solches existiert nicht mehr in dem Augenblick, in dem Schottland ausgeschieden ist. Exakt. Und dann wirst du immer kleiner und bist irgendwann tatsächlich eine regionale Macht, nur noch wie Obama, glaube ich, mal über Russland gelästert hat. Ich glaube, man muss das noch in einem anderen Kontext sehen, was da passiert ist. Es ist ja im Augenblick der falsche Schritt, sozusagen auf kleine Einheiten zurückzuschreiten und zu versuchen, sozusagen Störenfriede irgendwie zu beseitigen. Es muss im Grunde darum gehen, für die großen Aufgaben der Zukunft gewappnet zu sein. Ich sage es mal an einem Beispiel, weil Sie vorhin darauf hingewiesen haben, dass ich eine Weile in Afrika hinter mich gebracht habe. Nach den in der Tat zuverlässigen Prognosen, zuverlässigeren als in Schottland und England in letzter Zeit, der Vereinten Nationen ist berechnet, bis zum Jahre 2050 wird es eine Verdopplung der afrikanischen Bevölkerung südlich der Sahara geben. Da haben wir ungefähr 750 Millionen. Und es werden dann also 1,5 Milliarden sein. Und wenn Sie sich überlegen, wie im Augenblick bereits der Fluchtstrom fließt, dann kommen eben Dinge auf uns zu, auf die wir in keiner Weise bislang gerüstet sind. Genau, und auf die wir auch keine Antwort haben. In der Beziehung ist es natürlich... Aber genau das wäre
ohne England wahrscheinlich leichter, dass sich die kontinentaleuropäischen Länder da doch etwas schneller abstimmen. Also das kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir da schneller vorankommen. Das ist sozusagen diese Migrationsbewegung, die auf uns zukommt. Allein Nigeria, größtes Land in Afrika, 180 Millionen, hat 2050, das ist die Projektion, so viele Einwohner wie die gesamte EU. Das musst du dir mal vorstellen. Was bedeutet das ökonomische, Otto, das, was da jetzt passiert ist? Börsen direkt auf Talfahrt, ja. Was haben Sie gemacht, nachgekauft? Ich habe ein paar Limits gelegt am Freitagmorgen vor Börseneröffnung, habe auch ein paar Sachen bekommen. Ein paar Sachen, die habe ich nicht bekommen, die Limits waren zu tief. Aber eine Aktie heute sind genug Tage verstrichen, die ich bekommen habe, war Rolls-Royce. Das war auch ganz gut. Die waren kurz unten, das ist wieder raufgegangen. Sie haben das genutzt, um... Ja. Also wenn solche Angst im Markt ist, kann man ja ganz gut sozusagen Abstauberlimits legen. Das haben wir auch gemacht. Das bedeutet aber ja, dass Sie davon ausgehen, dass das sich wieder nach oben entwickelt. Sonst hätten Sie es ja nicht gekauft. Ja, Schluss ist ja erst bei Null, sagt mein Banker immer. Und das ist ja eine unumstößliche Weisheit. Gute Aktien gehen nicht nach Null. Rolls-Royce wird auch in 20 Jahren noch Triebwerke bauen. Daimler wird auch in 20 Jahren noch Auto bauen. Fragen Sie mal Telekom-Aktionäre, was die alles erlebt haben. Das ist was anderes, aber die Aktie gibt es auch wieder. Die Aktie gibt es auch noch. Mhm. Sie steigt sogar im Moment. Also man muss natürlich ein bisschen was davon verstehen. Man kann es nicht blind machen. Aber so Panikmomente sind eigentlich Kaufgelegenheiten. Aber ganz grundsätzlich, ökonomisch, weil viele auch, was das angeht, wirklich den Teufel an die Wand malen und sagen, das wird katastrophale wirtschaftliche Verwerfungen. Also das war genau dieses Teufel an die Wand malen, was ich eben doch schon dem Mainstream etwas anlaste, dass da wirklich Katastrophen an die Wand gemalt werden. Nein, es wird keine Katastrophen, es wird Belastungen geben. Man stuft die EU-Mitgliedschaft auf eine andere Form der Abkommen zurück, ob das Freihandelsabkommen sind, ob das EWR-Mitgliedschaft ist, also im europäischen Wirtschaftsraum, wenn es denn so weit kommt. Das gibt Belastungen, selbstverständlich, aber damit kann man fertig werden. Es gibt ja auch positive Effekte. Man muss sich überlegen, dass, ich sage das mal einfach so, die Deutsche Bank ein Engländer als Chef hat, ihr Hauptgeschäftsbereich in London sitzen hat, dass die Deutsche Bank, dass die europäische Bankenaufsicht in London sitzt, obwohl das europäische Bankensystem, das kontinentaleuropäische Bankensystem ganz anders tickt als das angelsächsische Bankensystem. Also da kann es für den Finanzplatz Frankfurt, der in den letzten 20 Jahren ziemlich ausgetrocknet ist, kann das durchaus positiv sein. Also im Moment geht das Geschäft alles über London. Ich würde mich, das ist jetzt nicht nationalistisch oder sonst was, aber ich würde mich freuen, wenn der Finanzplatz Frankfurt die Bedeutung wieder bekommen würde, die er eigentlich in der Vergangenheit gehabt hat. Stimmt es denn, dass 20.000 englische Banker aus der London City, dass die quasi schon auf dem Weg sind, auf der Suche nach neuen Arbeitgebern, dass man schon auf gepackten Koffern sitzt? Sind das alles so Latrinenparolen, die da sind? So genau bin ich nicht informiert, aber wenn man tatsächlich diesen Beschluss umsetzt, dann wird es schwierig für die City of London. Dann werden da tatsächlich Arbeitsplätze wegfallen. Berater werden hinzukommen, Rechtsanwälte werden gut verdienen, weil dieser Übergang ja gemanagt werden muss. Also auch da gibt es neue Arbeitsplätze. Aber damit brichst du doch der englischen Wirtschaft echt das Rückgrat. Ja, meine, die City of London ist ganz wichtiger Motor. Das ist in der Tat ein Schuss ins eigene Knie. Also es sind tatsächlich, die City of London hat 8 oder 9% der englischen Wirtschaftsleistung über den Finanzplatz. Das ist in der Tat etwas, was auch die Brexit-Befürworter, die haben tatsächlich natürlich gepokert. Sie hatten keine Strategie für nach dem Brexit. Also ob das Farage ist oder ob das Johnson ist, die haben keine Strategie gehabt. Die haben tatsächlich auf die Emotionen gesetzt. Da gibt es noch vieles auszusortieren. Da gibt es also gerade für England natürlich negative Folgen. Aber man muss es offen sagen, wenn die City of London schwächer wird, wird vielleicht Paris, wird Frankfurt wieder stärker. Ja. Und ich persönlich als Deutscher kann sagen, ich freue mich, würde mich darüber freuen, wenn Frankfurt in der Bedeutung wieder steigt. Und die alte Generation baut immer noch ein bisschen auf die sogenannte Special Relationship. Und damit meinen Sie den US-Markt. Aber ich glaube, der US-Markt orientiert sich sozusagen nach seinen eigenen Kriterien. Und für den ist das, was innerhalb der europäischen Gemeinschaft passiert und von Asien ganz abgesehen, wichtiger als das, was England eventuell hat. Das sind die auch so cool, ne? Die Amerikaner hat man jetzt auch gemerkt, da gab es kaum Ausschläge. Das hat die ja nicht wirklich tangiert, ist denen egal. Also diese alte Special Relationship, die ist zwar immer noch da in gewisser Weise. Auch Obama war ja sogar in London und hat für den Verbleib trommeln dürfen in einem Town Hall Meeting. Aber in der Tat, die Bedeutung sinkt. Und wenn die Bedeutung eines Landes sinkt und wenn man 100 Jahre die Welt beherrscht hat, selbst wenn es eine Weile her ist, dann hängt das nach in gewisser Weise. Im kollektiven Gedächtnis. Es ist interessant, ich habe mittlerweile das Gefühl, wenn du als Politiker etwas erreichen möchtest, sag einfach
öffentlich und offiziell, dass du total dagegen bist, dann wirst du vielleicht eine Mehrheit dafür kriegen. Im Moment ist diese Dagegenstimmung so dermaßen ausgeprägt. Eine letzte Frage an Sie hätte ich noch. Die Queen darf ja offiziell gar nichts sagen, darf sich nicht in Politik einmischen. Aber wenn nicht Sie, wer dann könnte wissen, ob die Queen für den Brexit war oder nicht? Letzte Frage. Also sie hat es jedenfalls in der Tat nicht öffentlich gemacht. Es gab zwei Dementi vom Palast und das ist sehr ungewöhnlich. Es gab ein Dementi nach einer Rede, die sie gehalten hat bei ihrem fünften Staatsbesuch im vergangenen Jahr. Da hat sie davon gesprochen, dass es keine neuen Grenzen geben darf in Ost und im West und meinte damit Europa. Mhm. Und daraus hat der eine oder andere gemacht und gesagt, also um Gottes Willen, bleibt drin. Ja. Das ist vom Palast sofort aufgegriffen worden und gesagt worden, das hat sie nicht gemeint, das hat sie auch nicht gesagt. Und dann hat es so eine Art Gesellschaftsspiel noch an einem runden Tisch gegeben, wo sie gesagt hat, und das ist wohl verbürgt, gib mir drei Argumente, weshalb ich mit Großbritannien sozusagen bleiben sollte in Europa. Okay. Aber das ist auch in Frageform gestellt worden, sodass sie sehr klug ist. Sie ahnt natürlich, dass bestimmte Dinge rauskommen, aber ich würde nicht in der Lage sein, darauf zu sagen, sie wollte oder sie wollte. Aber eine kleine Tendenz haben wir jetzt schon mal abgeleitet und warten, bis das Dementi aus Großbritannien auch zu uns in die Sendung kommt. Ich danke Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Wir sind schon über der Zeit. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für eine tolle, inspirierende Runde. Jetzt die Kollegen von Heute Plus und wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin. Danke schön.